So, hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Batman Arkham City Armored Edition. Ich hoffe, es wird jetzt besser als in den letzten Teilen. Weil bis jetzt habe ich... What the fuck, jetzt fängt schon an. So. Wir sind so oft gestorben, dass ich keine Ausrede mehr habe. Also ich kann mich eigentlich auf nichts mehr ausreden. Und ich habe es schon wieder geschafft. Ich sollte gleich tot sein, und zwar jetzt. Sehr schön. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was das Problem gerade ist. Also, es war ja auch... Ja, halt die. Das haben wir jetzt schon oft genug gehört. Also, I don't know. Ich habe keine Ahnung, was das eigentliche Problem ist. Also, ich weiß es nicht. Und ich will natürlich nicht, dass das jetzt noch ein Teil so kacke geht. Dass wir hier keinen Progress machen. Aber wir müssten die besiegen. Das ist ja das Problem. Sonst wäre das ja... Sonst hätte ich das ja schon lang erledigt. So. Es ist wahrscheinlich besser... Gucken wir uns mal das Taktische an. Catwoman kann nicht so viel wie Batman, das ist ja das Problem. Was war das? Sag nicht, das sieht mich von hier aus schon. Na, geh weg. So ist brav. Und wir haben es doch wieder geschafft, oder? Ach, geh doch down! Lauf, Catwoman. Lauf. Ja, wir haben wenigstens einmal einen Down bekommen. Sehen wir es als kleinen, aber feinen Erfolg. Drei Leute. Meine Güte, wie wir noch fehlen werden. Ja, also das kann es ja schon fast gar nicht sein, dass wir so fehlen. Kann es euch auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht erklären. Ich werde euch auch dazu keine Erklärung geben können. Ja, ich meine, Leute, ich weiß es nicht, was das Problem ist. Es ist... alles verdorben, Selina. Was? Was mache ich falsch? Ich bin echt hart am Überlegen, was ich die ganze Zeit falsch mache. Vielleicht treffe ich einfach nur den falschen Moment. Vielleicht muss ich länger warten. Das könnte es sein. Wir werden es jetzt ausprobieren. Also, bis jetzt habe ich immer nur den falschen Moment erwischt. Vielleicht mal. Hier ist es generell falsch. Also, das ist auf jeden Fall der falsche Moment. Soweit wissen wir es ja. Vielleicht, dass ich warte, bis der eine da oben. Der da. Ehrlich jetzt, Catwoman. Das tust du nicht, oder? Ach, die wechseln. Ah, so sieht der Zyklus aus. Boah, bitte seh mich nicht. Also das wäre ja jetzt... Da hätten wir jetzt ganz schön arge Probleme. Oh, shit! So, was ist jetzt der Zyklus? Oh, verdammt. Ja, geh weiter. Gott sei Dank, wir haben eine Taktik endlich gefunden. Danke. Das ist der erste Erfolg, es geht wieder bergauf, Leute. Ich hoffe doch, dass es jetzt endlich aus ist mit den Fails. Ah, das ist ein guter Moment, das ist ein guter Moment. Und wir versauen ihn. Oh nein. Und ich sehe schon, wo wir gespawnt. Spawnt? Nein. Unglaublich, wir spawnen an keiner... Wir spawnen sogar an einer verdammt guten Stelle.
Oh, das kann perfekt gehen. Danke! Wir haben es endlich geschafft. Meine Güte. Unglaublich, dass es so lange hat gedauert. Das ist ja schon fast abnormal, wie lange wir da gebraucht haben. So. So, Ivy, so lange haben wir gebraucht. Jetzt bitte hilf uns einfach. Ich bin echt abgepisst von der einen Stelle, weil du mich da immer gestorben bin. Ach, du meine Güte. Hallo, Ivy, du bist du hier? Nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Tja, so viel dazu. Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Okay, hey, das heißt wohl. Eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Ha, lol. Don't even try. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören. Aha. Zack, weg damit. Oh, damn it. Ihr springt auch! Are you kidding me? Die wollte nicht springen, was war das denn? Bug, bug, buggity bug. Ah ja, kämpfen kann ich schon viel besser jetzt im schweren Modus. Also, besser. Besser als vorher. Heißt immer noch nicht, dass es gut ist. Die Natur ist. Ja, ich riskiere immer noch viel zu viel. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Warum kann denn nicht beide? Das ist echt nervig, wenn zwei Leute auf einen zuschlagen. Man kann nichts tun. Der macht mal gar nichts. Ach, der war nur übrig. Sprung zur Decke. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Hi. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Ich hoffe doch. Oh, doch, sie kann bei zwei Leute besiegen. Aber da muss man echt den perfekten Zeitpunkt treffen. Meine Güte! Geht nicht so ab. Achso, ausweichen soll ich auch noch gleichzeitig. Ach ja. Like a boss. Nein, er hat mich doch. Was? Ich bin fast. Yeah, seriously. Es wäre doch so ein Zufall gewesen, wenn ich Skadunka einmal ohne Fehler geschafft hätte. Ach. Du hättest nicht herkommen sollen, Selina. Deine Oma. Deine Oma, Natur. Meine Fresse, Alter. Muss ich jetzt nicht von... Seriously. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Ah, es war so gleich vorher. Ja, ich bin viel besser geworden im Kämpfen. Und bam, gestorben. Dick, so einfach nur, dass sie mich trollt. Ha! Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her füllen. Das glaube ich nicht. Weg da. So. Das Feuermelder.
Und ab nach oben. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Das Problem ist einfach, dass sie so viel Schaden nimmt, wenn sie einmal getroffen wird. Das ist das Problem, was ich mit Catwoman habe. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Wie gesagt, ich versuche es. Ach ja, sogar das ist es nervt. Weg. Weg. So, lass mich jetzt in Ruhe. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mir nicht. Ja, klar. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Irgendwie ist es fail, dass ich ganz oben bin und sie redet immer noch von den Sporen. Die wird sich wohl nicht selbst töten. Ich meine, das war so eine Idee, die mir während des Spielen gekommen ist. Oh, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Das ist zu wenig. Dort steht Schild. Oh, like a boss. Ah, fail. Ja, nee. Boah, die macht so viel Schaden. Ich bin tot. Was? Oh, dort steht Schild. Ehrlich? Oh, danke. Da ich gekontert habe, habe ich keinen Schaden bekommen. Nein! Oh! Oh nein! Hey! Aus! Nein! Du hast alles verdorben, Selina. Mach weiter, Ei. Das ist ja abnormal, wie schwer das teilweise ist. Also, ich habe es immer nur auf normal gespielt. Von dem her könnt ihr von mir nicht erwarten, dass ich das weiß, dass es so schwer ist. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass Spiele so schwer sind. Tja, hey, kommt davon, wenn man sich denkt, oh, packst du doch locker hier. Was war das denn jetzt für eine Attacke? Das geht eh leicht, solange es übersichtlich bleibt. Aber wenn da noch irgendwas neben dem Kämpfen dazu kommt, dann wird das holy shit. Aber wie gesagt, bei Batman ist es nicht das Problem, weil der nicht so viel Schaden nimmt. Aber Catwoman, meine Güte, die nimmt Schaden. Wie der F, wie ich jetzt abgehe. Jetzt reicht's! Jetzt ist genug! Bam! 29er Kombo. Ruhe. Nee, oder? Ja, ich wollte schon fast sagen. Jetzt fällt es mir gerade auf und kriegt einen Stufenaufstieg in dem. Nee, oder? Hallo? Was? What the fuck? Das kann man. WTF, das darf man. Kann man nicht während dem Kampf. Oh mein Gott, das ist doch böse. Da könnte ich meinen Panzer upgraden, aber nein. Weg da. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen weg da. Wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Boah, da war aber auch knapp jetzt. Weg da, so. Ach, fuck, das geht nicht. Das ist... Oder doch? Nur reden, mir nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur. Das muss ja, bringt nichts. Nein, das... Ich habe Wochen darauf. Nein, es ist unmöglich. Ich sag's euch jetzt wieder. Es ist unmöglich, die Panzerung während dem Kampf abzugraden. Man hat einfach... Das Spiel gibt einen einfach die Zeit nicht. Da ist es wirklich knochenhart. Besonders, weil ich jetzt schon wieder... Schaden erlitten habe und das ist einfach. Ja, nee, was hätte ich da denn jetzt machen sollen? Smash Buttons like a boss, oder? Ja, nee, ist klar. Das war jetzt.
geht. Nein! Nicht. Schon. Wieder. Boah, wehe dir. Nicht mit mir, Bitch. Nicht mit mir. Boah, mein Güte. Schieß einmal noch auf mich. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschop. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Wenigstens haben wir es jetzt mit Catwoman erledigt. Danke. Darf ich jetzt wieder Batman sein? Gott sei Dank. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer ist Schatzi? Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderbt? Es war alles gelogen. Du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz. Denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Na komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz da dran. Doch nun hat's mir nicht gelungen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gott schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Tja. So viel dazu. Endlich wieder Batman. Endlich wieder Epic Win. Oh, Batman hat ein Smartphone geschenkt bekommen. Das ist das Galaxy Note 2, von der Größe her zu urteilen. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich. Lol, er macht das Smartphone einfach mal kaputt. Ja, braucht man ja auch nicht, ey. Alfred, Joker hat mich verletzt. Lasse, ich erspare mir Witze über Samsung, sonst kriege ich wieder den Hate. Darf ich? Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben. Ah, guck mal, das ist die Karte. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Wisst ihr, was mich gerade ganz heiß interessiert? Ob das die aktuelle Karte ist, die hier gespiegelt wird. Seht ihr das? Ihr seht? Warte. Vielleicht schaffe ich es, dass ich es ein bisschen... Ja, genau. Nein, das ist irgendein Standbild. Schade. Das wäre echt geil gewesen, wenn das die aktuelle Karte ist, die hier auch nochmal wiedergegeben wird. Ich meine, einfach nur so. Wäre richtig epic gewesen, aber tja. So, egal, wir suchen jetzt Mr. Freeze, weil wir wurden von Joker vergiftet. Hey, da war was. Stopp. Hey, da ist doch wer. WTF. Ich bewege mich definitiv auf die Kälte. Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. WTF. Er dachte sicher, es würde schnell gehen. Tja, das lässt sich nie so genau sagen. Manchmal brennst du einem die Haut weg und er klammert sich dann trotzdem. Aha, was ist das denn jetzt? Also ich sehe gerade auf meiner Karte bestimmte Symbole. Noch ans Leben. Stufenaufstellung. Was glaubst du, passiert als nächstes? So wie ich das sehe, schickt Jay uns weiter Leichen und wir stecken sie in diese Autos, bis uns der Platz ausgeht. Was glaubst du, wer der Nächste ist?
Quinn lässt die Jungs nach Freeze suchen. Wenn der Joker über den Tisch gezogen hat, landet so. Er früher oder später bei uns. Ich glaube, dann brauchen wir ein größeres Auto. Trollululul. Okay. Nicht bewaffnet, das ist gut. What the fuck? Was? Ah, es regnet auch bei uns. Paul, was macht ihr? Warum falle ich jetzt immer runter? Das? Nein, ich bin so weit geflogen. Ja, ein bisschen peinlich vielleicht. Irgendwie ist mir das irgendwie peinlich. Jetzt aber. Irgendwie ist mir das irgendwie peinlich.